Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Es ist 17 Uhr und das bedeutet 10-Euro-Show. Alles nur für 10 Euro und das ist sehr, sehr wenig. Wir lassen uns überraschen, was uns die liebe, wunderschöne Diana heute so vorbeibringen wird. Carsten und Monika ballern um die Wette und ich würde mal sagen, wir ballern los. Zack, brumm. Moni haut wieder drauf. Der hat doch sowieso schon einen weg hier, unser Buzzer. Guck mal, der hört gleich mal auf zu buzzern. Guten Abend. So. Dankeschön. Alles, was Sie hier sehen, können Sie bestellen, sollten Sie auch bestellen. Und zwar gebührenfrei unter 0800 51 51 und dreimal die 4. Ganz besonders dann sollten Sie zugreifen, wenn es um Solarlaternen, gerade für den Außenbereich geht. Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der im Moment gerne mal abends noch mal so diese Abendstimmung mitnimmt. Diese schöne, angenehm kühle Luft. Ja, wenn du vielleicht noch mal eine Stunde oder zwei draußen sitzt. Hast du vollkommen recht. Gerade jetzt, wo es noch schön warm ist und abends auch noch relativ lange hell, da möchte man gerne noch mal draußen sitzen. Aber irgendwann wird es dann eben auch noch dunkel. Und dann hat man hier wirklich eine richtig tolle Beleuchtung. Und schauen Sie mal, alleine natürlich die Lampe an sich, aber dieses Licht, was sie hier abwirft, diese Muster, klasse, das sieht wirklich wunderschön aus, ist sogar solarbetrieben, also auch da sind sie richtig cool unterwegs. Und ich bin mir auch noch sicher, dass wir sogar noch bunte Farben haben, richtig? Ja, also richtig. Bunte Farben sind da drin. Kannst du umschalten. Guck mal, wenn wir diese Lampe auf diesem Tisch stellen, würden wir diese Muster sehen, über welche hat Monika erzählt. Sieht sehr, sehr schön aus. Ich glaube, jetzt, die letzte warme Tage möchten wir natürlich draußen verbringen. Wahrscheinlich mit Familie, wahrscheinlich noch ein bisschen grillen, noch ein bisschen ein paar Gläser Limonade trinken und so weiter. Also sieht wirklich sehr schön aus. Und für diese große, so viele Funktionen, Sie zahlen heute nur 10 Euro. Das ist schon ein Highlight. Absolut. Übrigens Vollmetall, das Ganze, also nicht in einem Plastikheimer oder sowas, sondern richtiges Vollmetall mit Solarpanel obendrauf. Müssen Sie also wirklich um gar nichts kümmern, da müssen keine Batterien rein, da muss nichts aufgeladen werden am Kabel oder sowas. Das macht die Sonne oder das Tageslicht vollkommen automatisch. Dementsprechend können Sie die natürlich auch gerne nach innen platzieren. Da sorgen Sie nur bitte dafür, dass genügend Tageslicht draufkommt, dass dann eben auch über den Dämmerungssensor zu späterer Stunde, wenn es dann langsam aber sicher dämmert, wenn es dunkel geworden ist, die Lampe dann automatisch angeht. Übrigens kannst du das Ganze ohne das Solarmodul auch für Kerzen nutzen. Wenn du jetzt eine echte Kerze oder eine noch besser eine LED-Kerze oder sowas hast, kannst du auch die da reinsetzen. Hast du mal so einen gewissen Flackereffekt. Ist Vollmetall, würde es ohne weiteres aushalten. Das wäre mal Malheur passiert. Vor allem, ich finde auch diese weiße Optik einfach auch schon mit diesem Paisley-Muster innen drin so schon sehr ansehnlich. Und dann mit dem Licht ist natürlich noch mal schöner. Wir wissen alle, wie teuer solche Kerzen sind. Gerade in so einer Größe hier. Gerade in so einer Größe. Ja. Und wir Mädels gucken eh jeden Tag nach neuesten Kerzentrends. Und daher wissen wir, dass man die nicht für 10 Euro bekommt. Ja. Der Kurt aus Stade übrigens auch. Toller Blickfang, sagt er. Die Laterne wurde verschenkt und kam prima an. Derzeit ziert sie noch die Küche, wo es abends ein tolles Licht wirft. Wenn der Sommer endlich da ist, soll die Laterne die Terrasse verschönern. Raten Sie mal, was die Laterne gerade beim Kurt in Stade macht. Sie verschönert die Terrasse. Genau. Weil der Sommer ist da. Ja, jetzt hier gerade jetzt bei uns. Ja, so richtig schön angenehm warm. Und wenn Sie heute Abend draußen auf der Terrasse sitzen, draußen auf dem Balkon sitzen und nochmal so richtig schön gediegen einen lauen Sommerabend genießen, werden Sie an diese Lampe denken. Ja. Und wenn Sie das am Wochenende machen und Sie haben die Lampe nicht bestellt, dann werden Sie ärgern. Sie sich richtig. Ja. Also seien Sie schnell, ich bin mir sehr sicher, das wird nicht 2 Stunden halten, das Kontingent. Oh nein. Glaube ich auch nicht. NX3200 und die 569, übrigens, wenn das mal ein bisschen feucht wird, mal eine Regenschauer oder sowas runterkommt, wird Ihnen die Lampe das auch verzeihen. Vollmetall, LED-Technik, wind- und wetterfest. Alles drin, alles dran. Das war aber ganz sanft, oder? Ja, der Wasser und ich, wir haben so einen. Ihr habt so ein inniges Verhältnis, ein sehr, oder? Ein sehr inniges Verhältnis. Ja, ich merke schon. Es dreht sich nur ständig. Das. Wir bleiben im Outdoor-Bereich. Nee, jetzt haben wir eine Outdoor-Zeitschaltuhr mit 8-Stunden-Timer und auch Lichtsensor. Zack, das ist wirklich perfekt. Auch wieder für Beleuchtung zum Beispiel. Ja. Gerade für Beleuchtung. Gerade so Weihnachtsbeleuchtung. Oh, oder Beleuchtung jetzt in den Herbst-Winter rein oder sowas. Da willst du nicht mit 3 Grad über Null und Schneeregen da irgendwie draußen irgendwie noch einen Schalter drücken oder irgendeinen Stecker rein und rausstecken. Da sind die hier großartig.
Und was ich an diesen modernen Zeitschaltuhren sehr zu schätzen weiß, vielleicht geben Sie mir recht zu Hause, die macht man ganz einfach mit einem Schalter auf die entsprechende, Dauer an und muss nicht mehr diese kleinen Häkchen reindrücken oder rausziehen. Ich habe nie ganz verstanden, wie das mit diesen komischen Zeitschaltuhren funktioniert. Nee. Ich glaube, man muss die Zeit, die man Strom zulassen möchte, muss man die Häkchen reindrücken. Ja, ich glaube auch. Ja, ne? Und hier einfach nur. Da habe ich zu dicke Finger für, glaube ich. Ich weiß nicht, also da, die leuchten immer noch mal 3 Stunden länger, als das eigentlich angedacht war. Ja. Das hier eine coole Angelegenheit, wenn Sie sie nicht brauchen, keine Sorge. Zack, geht die Klappe einfach zu und das ganze Ding ist wasserdicht. Sehr cool gemacht, jetzt gucke ich mal gerade. Hier sind noch weitere Funktionen drauf. Off beispielsweise, on. Was sind das? 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden und Dauerstrom. Ja. Dauerlicht auch. Dauerlicht auch. Wenn du willst, ganze Nachtlicht haben. Das all ist auch night long. Zum Beispiel für Party. Ist übrigens auch Spritzwasser geschützt. Das ist schon, ja, für draußen das auch wichtig. Wahrscheinlich regnet das. Oder ja, denn in 4 Monaten ist schon wieder Weihnachten vorbei. Okay, kannst du nein, mir nein, stopp. Ich möchte dir noch was fragen. Stimmt, September, was möchtest Oktober, du November, Dezember. Guck mal, wenn du mit deinem Hand 4 zeigst, wie zeigst du das? 4. Monika, zeig mir, wie du zeigst. Diana, Monika, bitte zeig uns, wie du 4 zeigst. So zeigt man 4. Ja. Nein, Monika zeigt so. Sie hat mir gerade so das gezeigt. Ich war so, was ist das? Aber wie geht das? Hä? Ich weiß nicht, bei ihr. Zeig mal. Nein. Bei dir geht doch das bitte, gut. Moni. Also, ich meine ja nur, ist auch gut für die Beleuchtung. Ja. Diana ärgert hier gerne. Kennst du den? 5 Bier für die Männer vom Sägewerk? Nein? Ja, wie bitte? Okay. 5 Bier für die Männer vom Sägewerk? Das ist süß. Zeig mal. Ja, habt ihr sonst Entschuldigung, schon ich wollte keinen zu nahe treten. So. Super Steckdose, ole. Ja. Finde ich hervorragend, gerade Weihnachtsbeleuchtung. Alles, was jetzt so in den Herbst hinein, auch jetzt im Sommer, wenn Sie eine Teichpumpe oder sowas haben, die vielleicht auch nur eine gewisse Zeit laufen soll oder eine Beleuchtung rund um den Teich, dann machen Sie das damit. Und wie gesagt, wenn Sie mal nicht brauchen, dann geht hier einfach die Klappe zu und dann ist das Ganze also auch wind- und wetterfest. Eine hervorragende Ergänzung, wie ich finde. Ja, und leicht zu bedienen hier, zack. Ja, vor allem, ich denke da immer an Weihnachten. Also wir haben am Tannenbaum immer eine Lichterkette und die ist relativ alt, weil sie tut noch ihren Zweck, ja, aber man muss sie dann immer selber ausmachen, wenn man nachts oder wenn man abends ins Bett geht, weil wir haben eben einfach, die kommt in die Steckdose und hier hätte man eben an die ganz übliche Steckdose noch so ein Zusatz, dass man dann nicht nachts um 1 noch runter zum Baum latschen muss und den ausmachen muss, sondern kann er sich hier einfach um 20 Uhr 4 Stunden einstellen und dann geht schön um 0 der Baum aus. Spart Strom. Wer macht das aktuell bei euch? Ich. Carsten? Ich. Ja. Ich Leben nicht gerechnet. Doch, ich achte sehr auf Stromkosten, aber nur durch Pearl. Richtig. Wirklich nur durch Pearl. Ja, macht das Sinn. Sollten Sie auch darauf achten, deshalb bestellen Sie sich jetzt diese Outdoor-Zeitschaltuhr mit 8-Stunden-Timer und auch Lichtsensor. Mit der ZX40 18 und der 569 gerne auch bis zu 5-mal bestellen. Und seien Sie bitte auch wieder schnell, denn auch hier, denke ich, die Nachfrage wird sehr groß sein. Er hat einen weg, bitteschön. Vielen lieben Dank. Danke. Für die Blumen. Ist da überhaupt was drin? Ja. Ja, ein 16er-Set. Schmutzradierer. Oha. Carsten. Könnte ich mal wieder, oder? Lass oh nein, davon hast du mir letztens erzählt, als ich meine weißen Schuhe hier hatte. Genau die meinte ich. Die sind sensationell. Oh mein Gott, also ich für meinen Teil habe den Einsatzbereich übrigens mittlerweile von dem Reinigen von weißen Sohlen oder von weißen Schuhen im Allgemeinen, also von diesen weißen Sneakern, ein wenig ausgeweitet. Ich hatte letztens auf Gartenmöbeln so ein paar komische, weiß ich, Wasserflecken oder was das war. Also da waren so komische Ränder drumherum. Ja, aber okay, wie kriegst du das jetzt sauber? Und mit Spüli wollte ich nicht anfangen. Habe ich mal so einen Schmutzradierer geschnappt und bin da einfach mal so drüber gerieben. Ja. Ist sauber. Ja, hervorragend. Vor allem, ich sehe hier gerade an unserem schlauen Zettel, dass es für alle Arten von Schmutz geeignet ist. In Küche, Bad, Wohnräumen, Auto, Möbeln, wie du sagst, Spielzeug, Computer, Schuhe auch. Also das ist gerade Schuhe. Das ist ja unglaublich. Ja. Entfernt Fettreste, Kalk, Schimmelreste. Und jetzt denke ich mir gerade, ich habe meine Schuhe nämlich in die Waschmaschine geschmissen, habe sie kaputt gemacht und du hast mir vorher noch gesagt, nimm den Schmutzradierer. Und ihr habt mal gesagt, gib dem Kind keinen Fisch. Ja. Ja, die ganze Sohle ist abgegangen, sagst du. Die ganze Sohle hat sich gelöst. Ich habe 4 Schuhe aus der Waschmaschine statt 2 geholt. Das ist gefährlich, gerade auch bei solchen Sneakern hier oder was, diese genau, Skaterschuhe, die haben häufig also auch so einen Kleber an der Sohle. Genau. Und wenn du die wächst, zu warm wächst oder zu lange wächst, dann kann es schon mal sein, dass das Gelbe rauskommt oben. Ja. Dann sind sie versaut. Ja, und das hier, ist der Kleber. Und hier ist es so einfach. Es wäre so einfach gewesen, wenn ich einfach mal auf Carsten gehört hätte. Hätte und würde.
Ja. Nass machen, am besten warmes Wasser, dann geht es noch einen Tick besser. Ja, leicht auswringen, dass sie so ein bisschen nebelfeucht, sagt man. Vielleicht ein bisschen feuchter als nebelfeucht. Und dann so englisch feucht. Ja, so ungefähr. Und dann einfach drüber wischen. Ein bisschen reiben, geht super weg. London, in England feucht. Ach so. Ja, also Insel feucht. Die Sarah aus Bochum ist da auch ganz unserer Meinung, hat nämlich gesagt, diese Reiniger sind der Hammer. Habe rund um alle Lichtschalter die Tapeten gereinigt. Wie neu, ja, eine ganz klare Empfehlung. Ja. Ja. Auch wenn man Haustiere hat und die vielleicht mal die Nasen oder die Pfötchen an die Wände drücken, dann ist das auch hervorragend. Ich denke auch mal, wenn man Kinder zu Hause hat, passiert ja immer echt viel im Haushalt. Und hiermit kann man alles richtig ordentlich sauber machen. Auch mal, wenn man umgezogen ist und da vielleicht nicht alle mal so ganz aufgepasst haben, kann man da auch so ein paar Flecken mit entfernen. Bleibt halt einfach nicht aus. Bei Haustieren, wenn sie aus lauter Liebe verzweifelt die Flucht ergreifen. Ja? Und genauso wie ich diese Schmutzradierer hätte bestellen sollen oder hätte mir kaufen sollen, können Sie das auch mit der NX4821 oder 569. Von den 16 Stück? 16 Stück hätte ich mal. 10 Euro, ja. Das ist ein Hammerangebot. Das ist wirklich ein Hammerangebot. Ja. Hätte ich mal auf dich gehört. Wie zärtlich. Ich möchte nicht mehr ohne diese Schmutzradierer. Ich finde die hervorragend. Was ist hier los? Oh, wow, ist so schwer. Oha. Preisalarm, das heißt, ein Highlight unserer Sendung kommt jetzt. Ja, wird ja normalerweise bedeutend kostspieliger, oh, wow, als hier in unserer 10-Euro-Überraschungsshow. Deswegen bitte eine Einschränkung nur einmal, mhm, pro Besteller. Und wir haben in der Regel also auch relativ kleine Kontingente dabei. Und das ist eine meiner Lieblings-Camping-Leuchten hier. Wow, ich sehe schon. Ich bin gerade überrascht, dass wir die für 10 Euro wirklich rausgeben, weil die ist deutlich kostspieliger. Oh, danke. Aber sie ist jeden Penny wert. Das ist eine Camping-Laterne mit zwei separaten Taschenlampen. Cool. Die du, ja, entweder Diana als, hat mir gerade eine gegeben. Ja, die kannst du entweder als jetzt auf die große Beleuchtung setzen, dann hast du sie, ach, quasi im Korpus. Mhm. Die kannst du aber auch einzeln nehmen mit der großen Beleuchtung oder mal als Taschenlampe. Ja, super. Das ist im Campingbereich. Ja, so eine Allzweckwaffe hier, wirklich großartig. Vor allem, ich sehe gerade, wie viele Leuchtmittel hier aus diesem kleinen Gerät rauskommen. Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier oben auch. Wurde. Ah. Sechs Beleuchtungsmöglichkeiten. Ja. 6 in 1 für 10 Euro. Eine 3D-Camping-Laterne nennt sich das übrigens. Habe ich noch Weil nie gesehen. Weil hier wirklich also nicht nur rechts und links oder 360 Grad, das kann jede Lampe in der Regel. Ja. Aber das hier mit diesen herausnehmbaren Leuchteinheiten, das ist wirklich schon was ganz Besonderes, finde ich. Finde ich großartig. Jetzt haben wir eine Batteriestromversorgung. Das sind 3 Batterien vom Typ D. Für die kleinen Taschenlampen brauchen sie welche mit Typ A. Haben wir aber auch ein Programm. Ja, wir haben vor allem alles. Mit Typ D, oh Gott, ich glaube, die kannst du 3 Jahre leuchten lassen mit der LED-Beleuchtung hier, ohne dass du was Neues machen musst. Das Ganze natürlich wind- und wetterfest. Haltebügel und Tragegriffe verstellbar, das heißt hinstellen, aufhängen und so weiter, alles überhaupt kein Thema. Übrigens egal, ob jetzt so rum, wie wir sie hier zeigen, oder auch mal auf dem Kopf, je nachdem, was du da brauchst oder wo das Licht hin muss. Und wenn du mal jetzt eben gerade im Autobereich wohin willst und musst mal was nachschauen oder was, dann hast du jemand eine kleine Taschenlampe zu haben, musst du nicht extra suchen. Ja, oder zum Beispiel, wenn du beim Camping bist und diese kleine Handtaschen, kannst du auch zum Beispiel im Busch gehen, wenn das zum Beispiel ein bisschen dunkler, dann würdest du immer so eine extra Beleuchtung haben. Ja. Warst du schon beim Camping mal, Carsten? Du guckst, du wolltest so mich gut fragen, ob ich schon im Busch war. Ich war im Busch. Hattest du aber so eine klasse Lampe mit dabei, als du im Busch warst, Carsten? Nein. Also hast du bis im Dunkeln getappt. Ich habe das komplett im Dunkeln ertastet. Oh mein Gott, mein Beileid. Oh, das ist schon hell. Ja. Ja, vor allem, wir wissen alle, wie teuer Campinglampen sind. Ne? Also, wenn man mal nein, so ein ihr bisschen müsst bedenken, dass ich ein Mann bin. Ja. Das ist bei mir nicht ganz so kompliziert. Ja, bei uns ist es kompliziert. Ja, ja. Ja, deswegen hat Diana ja so eine gute Lampe. Damit Diana auch alles findet. Ja, siehst du. Was macht ihr da im Gebüsch? Du suchst was im Gebüsch. Naja. Das ist Natur. Das ist Natur. Also ich suche ja im Busch einen schönen Busch. Also zum Beispiel, oder also mit Eltern, wir haben früher immer Grill gefahren im Wald irgendwo, Schaschlik gemacht und dann musst du immer irgendwie im Busch gehen, weil das ist gar nicht. Und in diesem Fall, ich habe immer eine Lampe gebraucht, weil wir hatten nur eine Lampe und diese Lampe steht beim allen und dann brauchst du eine extra Lampe. Hier haben wir sogar zu zweit. Das war aber auch ein kleiner Busch, muss man dazu sagen. Ne? Ja. So. Ah, ja. Was kostet sowas bei Pearl? 20. Bei uns kostet sie 10. Mit all den Leuchtelementen dran. Entweder als Campinglaterne, Taschenlampe oder und so weiter. Halt im Busch. Ja,
für den Busch oder für andere Situationen. Gut zu empfehlen, wenn man kein Licht im Keller hat. Oh ja. Sagt der Chris aus Hamburg. Einfach anmachen und schon ist der Keller erleuchtet. Die kleinen Lampen sind auch sehr gut, wenn man etwas in der Schublade sucht. Also kann ich es nur weiterempfehlen. Vielen Dank und liebe Grüße nach Hamburg. Die NX3785 und die 569 ist die passende Bestellnummer dafür. Sie denken bitte dran, war unser Preisalarm. Das heißt, jetzt nur einmal pro Bestellern. Du bist ganz soft. Achtung. Carsten. 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 Entschuldigung. Carsten. Hetz mich. Das ist auch die Diana da nicht so. Man lässt hübsche Frauen nicht warten. In der Tat. Oh. Danke. Moment gedacht, was soll das denn? Wir haben jetzt ein Sechser-Set. Ein Sechser-Set. Weißt du, was ist das? Das sind. Wir wissen es doch nicht. Das sind. Wie heißt das? Bewässerungssysteme, oder? Richtig. Ja? Deko-Objekte. Zum Beispiel. Also, wir haben hier. Ach ja. Wasserspender. Terrakotta-Wasserspender. Das kriege ich den Finger nicht mehr raus. Für Topfpflanzen. Und da passen je 125 Milliliter rein. Und hiermit vergessen Sie Ihre Pflanze nicht mehr, gerade vielleicht auch, wenn Sie im Urlaub sind. Dann können Sie nämlich hier einfach in diesen Terrakotta-Wasserspender 125 Milliliter Wasser einfüllen. Und das spendet dann genauso, wie es eben sein soll, hier das Wasser. Also das ist wasserdurchlässig. Ist das Zweier-Set? Das nennt man übrigens semipermeabel. Wenn da Wasser durchkommt. Was heißt semipermeabel? Halbdurchlässig. Ja, dann ist das hier das genau, was Carsten gesagt hat. Ja, das ist so. Das ist Terrakotta und das ist, wie gesagt, eben semipermeabel. Das heißt, wenn Sie da Wasser reingießen, sprudelt das nicht raus, sondern wird peu à peu abgegeben. Semi eben, ja? Permeabel. So. Genau. So. Sieht sehr und dann wird das Wasser quasi aus, direkt an der Wurzel abgegeben und das ist quasi eine Bewässerung oder Befeuchtung Ihrer Pflanze über einen längeren Zeitraum hinweg. Es steht dabei, wie lange das ungefähr reicht, von der Größe der Pflanze abhängig, ne? Ja, ich glaube... Bis zu, also mit einer Dosis von 125 Milliliter reicht es für bis zu 5 gießfreie Tage. 5 Aber gießfreie wir kriegen das Tage. Extra Set. Das ist ein schöner Kurzurlaub. Das ist ein Dreier-Set und sieht sehr dekorativ aus. Dreier-Set. Sechs Stück. Ja, vor allem wie ich bin heute Morgen in die Maske gekommen und sehe da so ein kleines süßes Pflänzchen, was völlig verdorben ist, weil sich Monika und Diana nicht gekümmert haben. Und hätten sie das da reingesteckt, bitte, dann wäre diese kleine süße Pflanze lebendig. Ist das die? Ich meine die Minze. Oh, ach so, ja. Unsere Minze. Ach, die Minze. Ich wusste gar nicht mehr genau, was das war. Ja, aber die Minze hat gelitten. Süß. Also das muss in Erde, ne? Ja, gehen. Das kommt so rein. Doch. Und dann machst du immer Wasser rein. Und wie viele Tage nochmal? Bis zu 5. Bis zu 5. 5 Tage. Wo kommt das Wasser da rein? Ach ja. Hier, in diesem oben Loch. Das Loch. Mhm. Sehen Sie Loch hier? Loch. Hier Wasser gut, rein. Das ist eine unglaublich praktische, man denkt immer zwangsläufig an Urlaub oder an ein paar Tage, wenn man nicht zu Hause ist. Kann man aber auch ganz normal reinpacken zu den Pflanzen, weil es a dekorativ aussieht, aber auch dann, wenn sie zu Hause sind. Haben Sie 5 Tage Ruhe, müssen Sie sich nicht drum kümmern. Steht und fällt natürlich mit der Größe der Pflanze. Klar, manchmal machen auch 2 davon Sinn. Ja, je nachdem, was Sie da haben, tasten Sie sich mal ein bisschen ran. Ist eine unglaubliche Hilfe und es sieht richtig klasse aus, finde ich. Das ist der Expertentipp, was du gesagt hast. Du bist ja auch Experte, dass man 2 oder 3 in eine Pflanze reinmacht, wenn man länger weg ist. Ja, genau, genau. Ja, auch der Horst hat uns geschrieben aus Klagenfurt am Wörthersee. Liebe Grüße. Schaut gut aus wie ein Ziergegenstand, hat aber auch eine nützliche Funktion. Ja, also kann man natürlich auch einfach als Deko-Objekt in die Wohnung legen. Ja, immer schön. Kostet bei Pearl 20. Ja. Bei uns 10. Richtig. Für 6 Stück. Ja, das ist schon praktisch. Die bestellen immer die NC95, 92 und die 569 finde ich auch besser, als wenn man die Nachbarn fragen muss. Weil da weiß man ja auch immer nicht so genau. Ob sie sich wirklich drum kümmern. Ja. Ja. Dann ist die Pflanze kaputt. Und ob meine Sachen auch noch da sind, wo sie sein sollen. Ob die Pflanzen noch so stehen, wie sie sollen. Thank you very much. Wir haben hier ein Two-Port USB-Netzteil. Two-Port? Ein Two-Port, ein Zwei-Port USB-Netzteil mit USB A und C. Wow. Also die Venus. Oh, das ist praktisch. Und das ist mein absoluter Lieblingsstecker. Den hatte ich jetzt auch im Urlaub mit und der wurde mir jeden Tag entwendet. Jeden Tag wurde mir mein Stecker geklaut. Ja, weil er eben USB A und USB-C. Aus dem Hotelzimmer du warst mit einer großen Familie, ich war mit meiner Familie unterwegs.
Und die haben mir das immer geklaut. Weil ach, die Familie hat gesagt, komm, ich gefrierst. Also auf jeden Fall, das ist super praktisch, weil jetzt diese neuen Kabeln, die haben alle Typ USB-C, aber wir haben immer noch ältere Geräte, die brauchen auch Anschluss mit Typ A. Und ich finde das wirklich genial, denn sie haben wirklich für jeden Gerät haben sie Anschluss. Zum Beispiel, ich glaube, zurzeit haben wir wirklich viele Geräte. Ich glaube, von uns Mädels, das ist auf jeden Fall Handy, Tablet, Kopfhörer, Smartwatches, E-Book-Reader. Was haben wir noch? So kleinen Ventilator. Mhm. Was haben wir noch? Viele. Wahrscheinlich viele noch. Was habe ich vergessen? Lichterketten in der Weihnachtszeit. Lichterkette. Genau, so ein Tischventilator. Hast du gesagt, oder? Ja, stimmt. Tischventilator habe ich vergessen. Kleines auf jeden Fall, das ist wirklich genial, weil normalerweise solchen Netzteil, also mit einem Typ A-Anschluss, kostet schon bis 15, ich glaube für 15 Euro habe ich gekauft. Hier, wir haben zwei Set mit Typ C und kostet heute nur 10 Euro. Das ist wirklich genial. Kauf mal ein Originalgerät von einem amerikanischen Hersteller. Ja, nee. Ein Port USB-A. Ja, ja, bist schon bei 30 Euro. Das ungefähr, ist, was ich meine, weiß ich nicht. Ja. Aber ich nochmal daher gesagt. Kaufst du eins mit USB-A und USB-C, bist du bei 50, 60 Euro. Das ist, wenn du mal einen nice price irgendwo im Elektronikfachmarkt erwischt, kostet dich so ein Netzteil hier mit beiden Anschlüssen um die 20 bis 25 Euro. Was kann der, was gibt der ab? Bis zu wie viel? 33 Watt. Bis zu 33 Watt, also auch für die starken Akkus. Super, und er zeigt dir sogar an, was er abgibt hier. Einmal das und drauf. Wir können ja auch zwei Mobilgeräte gleichzeitig laden, also man muss sich da nicht auf einen Kabelanschluss beschränken, sondern einfach zwei in eins. Sehr, sehr praktisch und für 10 Euro auf jeden Fall ein Schnäppchen. Können Sie bestellen mit der ZX3525 und der 569. Und ich finde, dass USB-Netzteile einfach, man hat immer zu wenig. Also man braucht einfach USB-Netzteile. Und hier können Sie bis zu 5-mal bestellen, war kein Preisalarm. Dementsprechend statten Sie sich aus. Wirklich wichtig für den nächsten Familienurlaub. Das ist von Tischventilator, glaube ich. Was denn? Was zu trinken. Also, was haben wir? Klimaanlage. Man schwitzt, Klimaanlage, tralala, ist furchtbar, habe ich auch. Das passt, guck mal. Wow. So, warte mal hier. Oh ja, das passt. Also, Ladekabel, allerdings ganz spezielle Ladekabel, weil hier quasi der Ladeanschluss des Mobilgerätes im Mobilgerät verbleibt und das Ladekabel einfach magnetisch quasi angehaftet wird. Hat zwei Vorteile. Zum einen bleibt der Ladeport von Ihrem Ihrem Handy, um bei dem Beispiel zu bleiben, natürlich geschützt vor Staub, vor Verschmutzungen und so weiter. Und zum anderen hast du nicht dauernd dieses blöde Geporkel mit dem Kabel in diese kleine Ladebuchse rein. Ja, du lässt den Ladestecker einfach drin und machst das Kabel quasi magnetisch dran. Wollen wir das mal zeigen? Ja, pass auf. Hier auf dem Tisch. Da. Achtung. Schauen Sie mal. Wir haben noch mal was vor. Zack. So funktioniert das. Das bleibt in Ihrem Handy drin. Ja. Und dann, zack. Wie viele Aufsätze haben wir? Aufsätze? Wie viel haben wir denn hier? Ich sehe so einen Typ C. Ja, es sind alles dabei, was du brauchst. Ich überlege gerade, ob hier irgendwo was steht. Also Eingang, USB-C. Lightning auf jeden Fall. USB-C und Lightning. Ja. Und also USB-C. Apple, ja. Für die etwas älteren Apple-Geräte 8-Pin oder Lightning genannt und die für die modernen Geräte USB-C. Eigentlich völlig egal, was du für einen Handy-Typ hast. Gut, Micro-USB würde jetzt nicht passen bei den älteren Android-Gerätschaften. Ach, das geht das auch. Das kann man auch noch abmachen. Ach, das geht auch. Typ A, also das ist wirklich ja perfekt. Genial. Typ C oder eben auch alles mit dem anderen. Das ist sehr clever mit unserem USB-Netzteil jetzt alles zusammen zu kaufen, lohnt sich und dann sie wirklich haben keine Probleme mehr. Welchen Netzteil habe ich vergessen, welchen Kabel habe ich hier, gibt es alles. Ja. Ich finde das genial und wie hast du gesagt, ein Kabel, ich habe auch gekauft, das kostet 18 Euro und das war noch günstig. Übrigens 1 Meter Kabellänge und ja doch wirklich alles an Anschlüssen dabei. Ah, jetzt verstehe ich das auch. Hier, guck mal, USB-C, USB-A für die Quelle. Ja. Für das Netzteil kannst du dir bei dem Zweier-Netzteil eins aussuchen, ob du A oder C nimmst. In der Regel nimmt man C, das geht schneller. Und dann eben die Anschlüsse Lightning
oder USB-C und davon jeweils zwei sehe ich gerade, ja. Für unterschiedliche Gerätschaften kannst du auch mehrere Gerätschaften gleichzeitig ausstatten. Ja. Für 10 Euro? Das ist super. Überrascht mich jetzt selber. ZX3577 und die 569, übrigens das Ganze drehbar und neigbar und so weiter. Also muss da nicht einfach nur starr dran magnetisiert werden. Achtung. Sondern kann also gerne bewegt werden. Du bist der Buzzer-Flüster. Ich bin der zärtliche hier. Du bist zart geworden zum Buzzer. Oh wow, das brauchen wir alle. Wir alle wurden schon richtig zerstochen von diesen lästigen Insekten. Ja. Und wir haben hier nämlich einen 2-in-1 UV-Insektenvernichter und eine Campinglaterne. Mit Akku betrieben können sie sogar auch noch dimmen oder wahlweise auch per USB. Ah, da kann man es wieder mit aufladen, natürlich. Weil das ist ein Vernichter. Vendetta, ja? So, wenn sie dich erwischt haben, blöden Biester. Psst. Und dann machst du auf einmal. Und du denkst, sehr schön, ja. Ja. Rache ist süß. Erleichterung so. Ja, es juckt jetzt 3 Tage. Dein Fuß hat doch gestern gejuckt. Oh mein Gott, hast ja. Hast du die immer noch? Sie wurde richtig zerstochen. Gestern war wirklich schlimm. Und jetzt, ich glaube, jetzt auch sehr, sehr warm. Das ist auch sehr, sehr feuchtig und ich glaube, wir haben wirklich viel so Wespen und so kleine Mücken und so weiter. Und hier, diese Lampe ist sehr gut beim Camping auch, weil du hast Lampe und UV-Licht zusammen. Zack. Super praktisch. Das dürfen Sie aber bitte nur im Innenbereich anmachen, also wichtig, im Zelt, ja. Weil gerade draußen gibt es ja so viele Insekten, die wollen wir natürlich auch schützen und deshalb darf man die natürlich draußen nicht verwenden. Das macht ja Sinn, versteht sich von ganz alleine. Aber für drin ist das, finde ich, auch eine super Sache. Also jetzt nicht nur im Zelt oder im Wohnmobil, klar, ist super clever, kann man auch noch hinhängen, aber auch für zu Hause mal finde ich das auch super praktisch. Du kannst Folgendes machen, du kannst also nur Licht, du kannst also auch hier den Insektenvernichter und Licht in unterschiedlichen Helligkeitsstufen. Oh, guck mal hier. Oha. Sogar mit Notlicht. Das sieht jetzt giftig aus hier. Schau mal. Das ist ein Insektenalarm. Oh, ja. Das ist ein Insektenalarm. Oder eben Licht aus und nur den Insektenvernichter geht also auch. Also entweder Licht und Insektenvernichter oder beides unabhängig voneinander. Finde ich ganz hervorragend. Stellen Sie es mal auf, bitte nicht gleich innerhalb von 2 Minuten Wunder erwarten. Ja, es ist nicht so, dass die Mücken sagen, ja! Sondern, auch wenn es verderben. Ja, ja, oder endlich, da ist das blaue Licht. Ja, hinein. Nein, das dauert ein paar Minuten. Stellen Sie es eine halbe Stunde vor ins Schlafzimmer, dann haben Sie abends Ruhe. Ja. Oder in die Küche. Oder die Küche. Von diese Obstmücken. Oh ja. Meine Karotten, ne? Oder deine Karotten, ne? Ich habe meine Karotten für 3 Wochen vergessen und dann, ich habe heute meinen Schrank aufgemacht, das war so viele Mücken, das war ekelhaft. Mücken? Übrigens bei Pearl.de haben wir Preis 23 Euro, was finde ich schon super lustig. Hast du 3 Wochen deinen Kühlschrank nicht aufgemacht? Nein, das ist nicht Kühlschrank, Schrank. Ach so. Okay. 3 Wochen ohne Kühlschrank, bei mir ist das unmöglich. Ich habe mich schon gefragt. Ich kenne das ja auch, man will abends mit offenem Fenster schlafen. Das ist ätzend. Ja. Und ich kann nicht mit geschlossenem Fenster schlafen im Sommer, aber ich habe auch gerne noch mein Nachtlichtlein an. So, und dann kommen die Viecher. Ja. Da hast du vollkommen recht. Ja, da kannst du zwischen Pest und Cholera wählen. Hier hast du ein vernünftiges Mittel. Ja, die sorgen dann, Sie hier vor. Ich habe heute die alle mit Staubsauger. Aber was hat denn Möhren mit Mücken zu tun? Die sind geschimmelt und das hat die angezogen. Schon schlecht. Und kennst du diese Mücken? Und ich habe die jede heute weggesaugt. Ja. Ach so. Ja, ja. So, das war's auch schon wieder. Bleiben Sie gerne auch weiter bei uns. Es geht sehr spannend weiter.